Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel durchgespielt, also die Story, und ja, Majin Buu ist erledigt. Wir können jetzt machen, was wir wollen, und ich muss erst mal gucken, was wir alles machen können. Ne? Ich würde sagen, wir machen halt hier alles in Tales of Vesperia Style. Ich schalte euch einfach jedes Mal ein, wenn ich irgendwie was finde, was ich denke, ist aufnahmewert, irgendwie so Nebenquests oder Sachen, die ich finde oder so was. Und ja, ich würde dann sagen, wir fangen dann direkt mit diesen Erinnerungsfragmenten an. Davon dürfen ja eigentlich auch nicht mehr so viele übrig bleiben, ne? Und ja, ich schalte euch dann jetzt mal ein, wenn ich einen davon finde, und dann gucken wir uns die mal an, ne? So, fangen wir mal an. Boom. Son Goku in Pinguinhausen. General Blue versucht mit den Dragon Balls zu entkommen, wird jedoch von Son Goku verfolgt. Schließlich treffen die beiden in Pinguinhausen ein. Dort freundet sich Son Goku mit einem gutherzigen kleinen Mädchen namens Arale an und besucht ihr Haus in der Hoffnung, seinen Drachenradar repariert zu bekommen. General Blue erscheint und nimmt Arale als Geisel, um sie gegen ein Flugzeug einzutauschen, das er für die Flucht nutzen kann. Aber Arale ist voll überpowered, deswegen bringt das nichts. So, ich sehe euch beim nächsten Ding an. So, hab das nächste Ding gefunden. Hier, oben. Son Goku vs. Jackie Chun. Son Goku arbeitet sich problemlos bis zum Finale seines ersten Kampfsportturniers vor. Sein Gegner, der mysteriöse Kampfkünstler, der Krillin besiegt hat, Jackie Chun. Son Goku gibt im Kampf alles, weiß jedoch nicht, dass es sich bei seinem Gegner um seinen Meister handelt. Muten Roshi, der gegen keine seiner Schüler verlieren will, tritt ihm entschieden entgegen. So. Während des Kampfes verwandelt sich Son Goku schließlich in einen Wehraffen. Der Kampf geht weiter, bis beide Kontrahenten so viel Energie verbraucht haben, dass sie kaum noch stehen können. Und dann hat er gewonnen. Muten Roshi, also Jackie Chun. Und er hat den Mond in die Luft gejagt. Und romantische Abende erledigt, laut dem. Oh, warte mal, da. Laut dem Ansager. Was? Okay. Cool. Alles klar, gut. Ich sehe euch beim nächsten. Ja, ich habe noch eins in diesem Gebiet. Geil, ne? Sonnenschutz. Im Finale des Kampfsport-Weltturniers erleben die Zuschauer einen beeindruckenden Darbietung von Son Gokus und Tenshinhans Kraft und Können. Son Goku kann die Oberhand gewinnen, doch Tenshinhan setzt die Sonnenfaust ein. Da er glaubt, dass Son Goku vorübergehend geblendet ist, geht Tenshinhan zum Angriff über. Allerdings hat Son Goku Muten Roshis Sonnenbrille benutzt, um seine Augen gegen die Technik abzuschirmen. Ja. Alles klar. So, nächstes gefunden. Bohom in Namsdorf. Son Gokus Wachstumsschub. 3 Jahre nach dem vorigen Wettbewerb ist das 23. Kampfsport-Weltturnier endlich in vollem Gange. Son Goku und seine Freunde haben sich seit ihren letzten Treffen beachtlich weiterentwickelt. Am meisten gilt dies für Son Goku, der jetzt wesentlich größer ist. In Verbindung mit seinem Turban, der seine charakteristische Frisur verbirgt, führt es dazu, dass sie ihn anfangs niemand erkennt. Was für Freunde, ne? Warum überhaupt? Einfach nur um geheimnisvoll zu wirken, ne? Mein Gott. Er ist so geheimnisvoll. Oh. Okay. Nächste. So, nächstes Ding gefunden. Boom. Quittenwald. Tau bye bye sagt bye bye. Wird dann zu Ciao bye bye. Sehr gut. Nachdem er trainiert hat, Meister Quitte das heilige Wasser abzunehmen, kann Son Goku Tau bye bye bei ihrem zweiten Kampf besiegen. Tau bye bye versucht, einer möglichen Niederlage aus dem Weg zu gehen, indem er vortäuscht aufzugeben und seine Granate auf Son Goku wirft, als er abgelenkt ist. Die feinen Taktiken des Attentäters scheinen anfangs zu funktionieren, doch Son Goku reagiert geistesgegenwärtig und tritt die Granate zu Tau bye bye zurück. Davon explodiert sie mitten im Gesicht des Attentäters. Und dann wurde er zu Ciao bye bye. So, oh, da liegt was. Gib. Dinger scheint man einfach hier so zu finden. Ja, jetzt. Alles klar. Ja, okay, ist gut, Son Goku. Nee. So, ich habe noch einige ausführlich machen können. Hier ist die erste. Kampfsport-Massaker. Zu Beginn des 22. Kampfsport-Weltturniers wird ein finsterer Plan in der Tat umgesetzt. Der böse Dämonenkönig Piccolo, der einst die Welt in Angst und Schrecken versetzt hat, ist zurück und will unbedingt die Dragon Balls in die Hände bekommen.
Da fürchtet das Kampfkünstler ein Risiko für ihn darstellen können, und weil er nicht erneut versiegelt werden will, nutzt Dämonenkönig Piccolo das Weltturnierregister, um einen frühere Teilnehmer zu eben mitteln. Also lässt er seine Schergen die Kämpfer jagen. Das erste Opfer ist Krillin. Weltturnierregister. Ja, ist es Giran, da war doch dieser Dinosaurier, ne? Oder Drache oder was auch immer. So, wir sind alle hier in unmittelbarer Nähe, deswegen gehen wir auch direkt hier die einsammeln. Okay, dann fehlt mir, glaube ich, nur noch ein einziges, wenn ich alle hier gesammelt habe. So, boom. Kranichschulen Grausamkeit. Die Schildkrötenschule tritt beim 22. Kampfsportweltturnier gegen die Kontrahenten der Kranichschule an. Wer springt da die ganze Zeit? Der Herr der Kraniche, Gründer der Kranichschule und Rivale von Muten Roshi, lässt seinen Schüler Tenshinhan und Chao Zu kämpfen. Beide tragen die gleichen Uniformen und Hüten und verspotten Muten Roshi und seine Schildkrötenschule. Kranichschulenmut. Da draußen los, wir haben Schuh, was machst du? Ja, so ist hier zum Auto einsammeln. Boom. Ups, okay. Son Goku First Tension an die Schildkrötenschule und die Kranichschule treten sich Auge in Auge gegenüber, als Son Goku und Tension an beim Finale des 22. Kampfsport-Weltturnier aufeinandertreffen. Tenshinhan hat zuvor die hinterlistigen Taktiken der Kranichschule ausgiebig genutzt, kann durch seinen Kampf gegen Son Goku jedoch zu einem wesentlich ehrenhafteren Kampfkünstler werden. Die Kontrahenten beginnen einen epischen Kampf, der beide bis an ihre Grenzen bringt. Schließlich endet der Kampf und der Sieger wurde dadurch bestimmt, dass einer der beiden etwas mehr Glück hatte. Ja, da wurde Son Goku vom Auto getroffen. So, und das hier ist hier. Dann gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Da sind jetzt keine Gegner und so in der Nähe. Oh Gott. Und ja, danach fehlt uns, glaube ich, nur noch ein einziges Ding. Und ich weiß nicht, wo es ist im Moment. Also, ich gehe schon hier mit Notizen und so ran, markiere mir irgendwie, wo ich überall mit Uranai Baba geredet habe. Wo sie gesagt hat, oh, du hast schon genug. Also, irgendein Gebiet fehlt mir noch was. Und ich weiß nicht, wo. Bis jetzt. Aber werde ich auch noch finden. So. Boom. Beschützer des Piratenverstecks. Das Sachenradar zeigt an, dass sich in der nächste Dragon Ball im Meer befindet, also begeben sich Son Goku und die anderen unter Wasser. Sie werden von der Red Rim Army angegriffen, können jedoch in eine Unterwasserhöhle fliehen, bei der es sich zufällig um einen verlassenen Piratenversteck handelt. Die Gruppe durchquert das Versteck, wobei sie verschiedene Fallen umgeht. Schließlich wird sie von einem Roboter begrüßt, der auf eine Eliminierung von Eindringlingen programmiert wurde. Ja, und dadurch haben wir ja die Gegner im Spiel erklärt bekommen. So, dann suche ich jetzt noch mal letzte, hoffentlich finde ich auch noch irgendwann. Also sehen wir uns gleich. So, ich habe das letzte Teil gefunden und das hat überhaupt nicht lang gedauert. Nein, und zwar hier, da war schon auf der Karte eingezeichnet, ne? Ich habe Uranai Baba irgendwo gesucht und der gesagt, ja, sag mir mal, wo hier was ist. Er hat gesagt, nee, und ja, dann bin ich alle Gebiete irgendwie mal durchgegangen, so in der Hoffnung, dass ich schon irgendwo eins gekauft habe, aber noch nicht abgesucht habe. Und ja, dann damit sagt sie dann immer noch so, ja, du hast schon alle gekauft und so. Und ja, und ich wusste jetzt nicht, dass hier nur eins ist, und jetzt habe ich das hier gefunden. Jetzt bitte lass mich nicht in die Quest da reinlaufen aus Versehen. Und ja, da ist das letzte Ding. Wählerische Wahrsagerin Son Goku und die anderen sammeln die Dragon Balls, um Bora wiederbeleben zu können, allerdings selbst mit dem Drachenradar die letzte Kugel nicht finden. Also dann stellt Muten Roshi der Gruppe Wasagrain Baba vor. Wasagrain Baba besitzt eine magische Kristallkugel, die es ihr ermöglicht, jedes Objekt zu finden, sogar in die Zukunft zu blicken. Babas Kristallkugel. So, damit haben wir alle von den Dingen an. Leider nichts bekommen. Dreck. So, Gegenstände habe ich jetzt aber alles. Das war schon mal sehr nett, ne? Habe ich auch nichts für bekommen, merke ich gerade. Was? Gib mir das. So, Welt, da fehlen mir nur drei Sachen, aber das hat irgendwie was damit zu tun, dass ich irgendwie, weiß nicht. Da muss ich irgendwie alte Beiß mich Krabbe K mal 20.
Und ja, Erinnerungsorte haben wir aber alles. Gut, muss ich nicht mal nach denen ausschalten. Und ich weiß ja noch, was wir als nächstes machen werden. Und ich sehe euch dann, wenn ich dann da bin. Ne? Also jetzt habe ich die Belohnung bekommen, geil. Also ich sehe euch dann. Bis gleich. So, diese Mission hat nur die Levelanforderung 50. Ich meine, das könnten wir doch mal hier ganz locker flockig schaffen, ne? Gut. Hier müssen wir, glaube ich, hin, ne? Magst sie in der Gruppe nicht fortsetzen. Okay. Ich dachte, dieses Zeichen mit Trunks drüber heißt, dass ich Trunks mitnehmen muss, aber anscheinend nicht. So. Nehmen wir euch beiden mal. Gut. So, in der Gruppe nicht fortsetzen. Was zum... Dann nehmen wir, weiß ich nicht, Vegeta. So, ah, okay, keine Ahnung. Wurde mir überhaupt nicht gesagt, ey. Moment mal, wie schaffen wir es, dass sie kommen? Trunks, Papa, was machst du? Oh, ich, er verschweigt mir irgendwas. Okay. Warum ist empfohlene Stufe 80? Egal. Machen wir jetzt einfach. Toll. Sind wir wahrscheinlich jetzt voll auf der Fresse. Pass auf. Quarks, du verschweigst mir noch etwas, oder? Nun ja, ich habe eine ziemlich tolle Person gesehen. Eine ziemlich tolle Person. Ja, am Rand der westlichen Hauptstadt war ein total cool und stark aussehender Krieger. Was? Ein stark aussehender Krieger? Ich habe gedacht, dass er sogar stärker als du sein könnte. Ach wirklich, interessant. Dieser Krieger muss ja mal etwas drauf haben, wenn er dich beeindrucken kann. Als ob er tatsächlich stark ist oder nicht, werde ich herausfinden. Oh, viel Glück, Papa. Okay, starten wir einfach eine Mission, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber... Am Rand der westlichen Hauptstadt. Alles klar. Lass mich ran, einfach so ein Red Ribbon Typ irgendwie. So ein Typ. Und ja. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nicht in die Level 80 Mission hier reinrennen. Ne? Das wird wahrscheinlich jetzt voll wehtun. Pass auf. Das ist doch schon ganz schön heftig hier, wenn der Levelunterschied schon so weit auseinander geht. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich habe genug Sensorbohnen. Also ja. Ich wollte eigentlich nur nicht so machen, weil die Level 50 ist. So, da wird schon klappen. Level 73, das ist ordentlich Erfahrungspunkte für Vegeta und Krillin und Tenshin an. Son Gohan ist ja schon Level 80, der braucht nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Son Goku ist glaube ich auch Level 73, ne? Son Goku. Du bist auch hier gekommen wegen Neugier oder irgendwie sowas. Oh, hi Vegeta. Kakarot? Nein, das kann nicht sein. Der total cool und stark aussehende Krieger war Kakarot. Glaubt Trunks wirklich, dass ausgerechnet Kakarot stärker und cooler ist als ich? Was ist los, Vegeta? Halt den Mund. Das werde ich nicht akzeptieren, auf keinen Fall. Wovon sprichst du da? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin hier, weil Son Goku mir gesagt hat, dass er ein richtig starker Typ in der Gegend wäre. Was? Das heißt, du hast das gleiche gehört wie ich? Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ihr beide? Oh, hey Kinder, wollt ihr auch den starken Krieger sehen? Eigentlich nicht, Papa. Der starke Krieger sind in Wirklichkeit wir. Was? Okay, naja, ihr seid zwar stark, aber ich dachte, ihr meint jemand anderen. Trunks, Son Goten, ihr habt uns ausgetrickst. Warum habt ihr das gemacht? Nun ja, wir haben uns richtig ein Zeug gelegt, um stärker zu werden, aber es gibt niemanden, gegen den wir kämpfen können. Ja, wir wollen einfach nur gegen euch kämpfen und alles geben. Wie erbärmlich. Hey, immer mit der Ruhe, Vegeta. Ich übel es ihnen nicht. Es ist bestimmt schwierig, so viel Kraft zu besitzen und sie niemanden ausprobieren zu können. Tut uns leid. Ich finde es nicht gut, so eingelegt zu werden. Und damit ihr Gör mich auch nie wieder belügt, werde ich euch zeigen, wie viele Nummern ich für euch zu groß bin. Meinst du damit, du willst gegen uns kämpfen? Jetzt ernsthaft? Macht euch bereit. Trunks. Gut, dann mal los, Son Goku. Ha. Habe ich mir schon gedacht, irgendwie.
Klar, boom, Baby, der allmächtige Super Gotenks hat seinen heftigen ersten Auftritt. Was? Ach ja, stimmt, sie können zum Super Saiyan 3 werden. Das wusste ich nicht. Tja, du warst ja auch tot. Das. Hier, du kannst vielleicht von den eigenen Kind den Hintern versucht kriegen, Vegeta. Verdammt, niemals werde ich gegen ein paar quengelige Gören verlieren. Da. Ja, ich muss mit Son Goku. Ja, der verwandelt sich auch direkt. Sehr gut. Okay, aber ein Gegner. Naja, ich habe was. Oder habe ich was gegessen? Ich meine, ich habe danach wieder geladen. Also, ich wollte irgendwas ausprobieren, deswegen. Oh. Ja, ich dachte, du wärst betäubt. Das sah jetzt so aus. So. Müssen wir aber während der Verwandlung kurz den Rücken kratzen. Hat niemand gemerkt, ne? Ich danke Gotenks als Medaille. War nicht schlecht. Ganz nebenbei können die beiden ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen, aber ich wollte eigentlich meine anderen Charaktere mal hochleveln, wenn die Eier noch so auf so richtig niedrigen Leveln herum. Jetzt werden die stärker nur noch stärker, das ist irgendwie ironisch. Was genauso in der Serie auch ist. Saiyans bekommen all die Attention. Die anderen gammeln einfach auf den billigen Plätzen nach rum. Okay, komm her. Nein. Ich sehe dich nicht. Mach den Baum mal weg. Was macht mein Final Flash? Mein Gott, der hat ja nicht mal erledigt. Eine Ruhe. So, okay, ein paar Erfahrungspunkte kommen. Sind beide immer noch vom gleichen Level, finde ich gut. Aber ich dachte, wir können auf jeden Fall gewinnen, wenn wir zum Super Saiyan 3 werden. Das hat schon echt ein paar Marken. Stimmt's, Vegeta? Empfang steckt viel mehr Kraft, als ich gedacht hätte. Tja, wenigstens weiß ich jetzt, wie cool und stark mein Papa ist. Jedes Mal lasse ich euch ausnahmsweise durchgehen. Wenn ihr aber noch mal sowas abzieht, gibt es richtig Ärger. Verstanden? Alles klar. Die Kinder sind wesentlich stärker, als ich dachte. Also, es wäre doch toll für die Kids, wenn wir ein Turnier veranstalten, bei dem sie kämpfen können. Ich kann mit Bulma über die Einzelheiten sprechen. Sie ist reich, also kann sie uns vielleicht dabei helfen, irgendwas in der Art auf die Beine zu stellen. Diesen Blick kenne ich. Was soll hast du jetzt vor, Kakarot? Das ist ein Geheimnis. Okay. So, jetzt bin ich aber immer noch nicht über diese andere Quest gestolpert, die ich eigentlich machen wollte. Ja, ich habe gesprungen. So was dagegen, Kakarot. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Quest wieder. So, ich habe mir mit den Dragon Balls wieder einige Bösewichte wieder belebt und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns mal um den ersten, und zwar King Cold. Dafür müssen wir irgendwie Son Gohan spielen, also ja, warum nicht? Komm, machen wir dich mal fertig, weil dann kriegen wir neue Seelenabzeichen und so, und die sind gut, um stärker zu werden. Also ja, offenbar lebe ich noch. Ich habe zwar keine Ahnung, was passiert ist, aber meine Männer scheinen auch zu leben. Mit King Cold trainieren. Die gefürchtetste aller Familien. Heißt das, ich habe meinen Tod nur geträumt? Ich schätze, ich sollte warten, bis meine Männer von der Erkundung zurück sind. Entschuldigung. Was ist, Erdling? Du wagst den großen King Cold so flapsig anzusprechen? Aber ich habe mich gefragt, ob du vielleicht mit mir trainieren könntest. Wie bitte? Ihr scheint auf den rückständigen Planeten keinen Scouter zu kennen. Du weißt also gar nicht, wie gefährlich ich bin. Wenn wir kämpfen würden, würden innerhalb von Sekunden kleiner als aus dir machen. Würde ich kleiner als aus dir machen. Ist in Ordnung. Ich will, dass du mir alles entgegensetzt, was du hast. Du gefällst mir. Eine derartige Ignoranz ist mir noch nie begegnet. Aber wenn du unbedingt gegen mich kämpfen willst, musst du dich erst beweisen, indem du meine Elite-Krieger besiegst. Hoch, ist das alles? Ihr primitiven Eingeborenen seid wirklich faszinierend. Meine Männer sind über den gesamten Planeten verteilt, um ihn zu erkunden.
Ich sage dir, wo sie sind. Du kannst sie aufspüren. Okay, ja super. Er klingt schon wieder sehr nervig, ey. Über den gesamten Planeten, jetzt sag nicht. Meinst du jetzt? Die werden da wohl nur hier sein, oder? Komm. Wenn nur in dem Gebiet sind, dann kein Ding. Ich glaube, das sind nicht die richtigen, ey. Gott, ich will eigentlich solche Nebenkleinigkeiten vermeiden, damit wir ja vorankommen. Dann kommt wieder so was, ey. Ja, das waren noch nicht mal die richtigen Gegner, das waren glaube ich irgendwie so ein Random, die mich hineingeflogen sind, wenn ich einfach nicht mich in Ruhe lassen kann. Was ist das? Oh, der wurde geheilt, ehrlich. Ja. Da ist noch einer, ehrlich. Mir geht mein TP gar nicht richtig runter, habe ich so gefühlt. Komm mal, ja. Da ist noch ein Ding, ey. So. Wir sind jetzt Krillin aufgewählt. So, wo ist jetzt? Wo denn? Ja. Da, mein Gott. Muss ich ganz genau irgendwie, ja. Oh, und jetzt noch mal. Oh, ehrlich, der Kampf hat gerade erst begonnen, die tun schon irgendwie Leute hier rufen, das gibt's nicht. In die Fresse. Er ist einfach verschwunden. Dieses aus dieser Seite. Noch schau so, dass mir Key, glaube ich, wieder gehen. Ich habe gesehen. In die Fresse. Boah. Die haben ja noch weniger Erfahrungspunkte gegeben. So, jetzt würde ich am liebsten gegen die nächsten kämpfen, ohne mir da vorne irgendwie welche dazwischen kommen, weil das kostet schon wieder nervig Zeit. Also, und das alles nur dafür, damit ich gegen King Cold kämpfen kann, ne? Weil da warten wieder schon welche direkt davor. Zum Glück habe ich die nicht auch getriggert. Hi. Ich habe gar nicht mehr blocken gedrückt, ich habe L1 gedrückt, das ist nicht blocken. Warum verschwinden die denn einfach so ins Nichts? Alter, warum macht denn der Angriff so Schaden? Warum kann man eigentlich Keyblast abfeuern? Irgendwie machen einfach so einen kleinen Seitwärtsschritt und dann weichen die damit aus, ey. So, wenigstens dauern die Kämpfe nicht so lange. So, noch einer. Ich hoffe, er ist der letzte, ne? Wenn ich gesagt habe, die sind auf dem ganzen Planeten verteilt. Und das, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Planeten absuchen muss wegen irgendwelche Leuten, ey, dann ist mir ein bisschen zu nervig. Also komm, ist der letzte, ne? Hi. Aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Wieso irgendwie, weiß ich nicht, schon so da stehen mit ihren Armen so. Wir können voll was.
Ich habe auch schon einige von diesen Trainingseinheiten hier gemacht, wo man irgendwie so Skills lernen kann bei C21, und weil ich habe nur die ersten so bis so Level 60 und so ja gelernt. Ja, dann kann ich irgendwie Skills freischalten, die jetzt nicht so dolle sind, aber dann haben wir halt auch mal erledigt, ne? Ja, und die ersten, die waren irgendwie voll einfach. Ich habe mit einem Start irgendwie zwei Balken oder so abgezogen mit Son Goku und Co. War schon ein bisschen krass. Gut, das sollten alle sein. Zeit, zu ihrem Boss zurückzukehren. Ich habe sie alle erledigt, genau wie du es wolltest. Was? Wie kann das sein? Du hast sie alle besiegt? Den Quatsch glaube ich nicht. Du bist nicht mal dieser Super Saiyajin. Hoch, ich bin ein Super Saiyajin. Was? Aber, ach ja, habe ich wohl vergessen dir zu sagen. Ich bin Son Gohan, der Sohn des Super Saiyajin Son Goku. Was? Du willst jetzt gegen mich kämpfen, um meine Stärke auszutesten? Das ist absurd. Das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie habe ich noch nie Son Gohan in diesen Son Goku Klamotten gesehen als Super Saiyajin. Man sieht ihn eigentlich immer nur mit in seiner Mystic Form, heißt das so inoffiziell, glaube ich, ne? Ich habe nicht vor, gegen einen Super Saiyajin zu kämpfen. Ich glaube, ich kann deine Stärke jetzt besser einschätzen. Da ist jetzt nicht mehr Frieza mein Sohn, sondern du. Du hast die Ehre als stärkster Krieger des Universums verdient. Hä? Heißt das etwa, du willst mit mir trainieren? Ich betrachte dich jetzt als meinen Sohn. Und da ich ein treu sorgender Vater bin, kann ich nicht gegen mein eigenes Fleisch und Blut kämpfen. Das verstehst du doch sicherlich. Meinst du das ernst? Natürlich meine ich das ernst. Und ich verspreche, niemals meine Hand gegen einen Erdling zu erheben. Und darum, junger Son Gohan, hoffe ich wirklich, dass der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Ihr habt das doch nur gemacht, weil ihr keine Animation für den extra programmiert habt als Kämpfer, ne? Ich sehe doch schon, ja. Hier eiskalt dadurch, eiskalt, versteht ihr, es King Cold. So cool. Und aber die Quest erledigt. Dann sehen wir uns ja nächsten, wo wir wahrscheinlich gegen die Cyborgs kämpfen werden. Also bis gleich. So, da unten haben wir C20 und ja, da muss ich Son Goku steuern. Machen wir den alten Herrn fertig und ja, ist bei seinen Labor sein zerstörten. Mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich bestimmte Charaktere im Team habe, unten rechts sieht man Gruppenbonus Schildkrötenschule, dann ja, bekomme ich Bonus. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Also gut zu wissen. So am Ende des Spiels. Und ja, machen wir mal. Und kümmern uns um den alten Herren hier. Hey Leute, was habt ihr vor? Trainiert ihr gerade zusammen? Son Goku! Ja, der ist bestimmt nicht sehr erfreut. Schatten der Red Ribbon Armee. Hey Dr. Gero, was machst du? Trainierst du? Wieder einmal demonstrierst du enorm Mut, mir unter die Augen zu treten. Und was ist das für ein Unsinn von Training, von denen du da redest? Machst du dich etwa über mich lustig? Nein. Ich respektiere dich. Ich meine, du hast so einen Riesen wie Achti. Meinst du etwa C8? Erzähl kein Blödsinn. Von all meinen Fischlingen ist er der Schlimmste. Hey, red nicht so von Achti. Vor allem er nennt ihn Achti, merke ich gerade. Klappe, er ist überhaupt nichts Besonderes. Er und die anderen sind alles Fehlschläge. Sie haben ihre Triebe nicht im Griff, aber C19 hier ist anders. Muss Son Goku töten. Vegeta hat schon mal seine Nase in Dinge gesteckt, die ihn nicht angehen, aber diesmal nicht. Wir werden gewinnen. Hey, das ist doch endlich mein Wort. Ich hatte schon darauf gehofft, unseren Kampf wenden zu können. Steig mal von deinem hohen Ross, das ist kein Freundschaftskampf. Du hast es mit mir und C19 zu tun. Zwei gegen ein. Himmlische Nacht. Da wurden die wieder entfernt, auch Mann. Aber ja, oh Gott, ich merke gerade, sind ein Level höher als ich. Aber ich bin ein dreifacher Super Saiyajin. Aber ich kann gar keine Ki-Angriffe, glaube ich, einsetzen. Hey, der hat immer so einen kleinen Seitwärts. Uni Fraser. Ich hoffe, der Kampf wird nicht so schwer wie damals gegen C20. Oh, mein Ki, ich wollte das aufladen.
Oh, das wird nervig. Okay, ist gut. Nachher, ich erinnere mich. Aber ja, das Key absorbieren C20 habe ich gesehen. Ich setze aber kein Key ein. Okay, dafür hat der Kampf ist ein bisschen schwieriger, deswegen muss ich jetzt auch nicht irgendwie so ein Mist machen wie bei King Cold. Finde ich schon mal sehr gut. Oh, meine Key ging so schnell runter, ein einfach ein Super Saiyan. Ich finde die Pose so geil, ne? Wenn ich in diesen Rage-Modus gehe. Boah, ich habe gerade wieder mein Ding, ja, auf mich zu unterbrechen. Oh, Junge, er ja, kann es sein, dass ich jedes Mal, wenn ich in diesen Rage-Modus gehe, irgendwie am meisten auf das zu krieg. Ja, aber soll doch genau umgekehrt laufen, ne? Toll, ich habe viel mehr Schaden hier rausholen können, habe ich so Gefühl. Man könnte auch eine Genki Dame absorbieren. Was ist das? So, ich muss den Sensorbohne einsetzen. Ich glaube, ich war Super Saiyajin, weil meine Ki ging so schnell runter. Ja, ist auch schon viel besser. Aber ich mache viel weniger Schaden. Immer weiter. Ah, das C20, zu dir komme ich gleich, ey. Das hat so lange dauert, bis ich die kaputt krieg, ne? Ich hätte doch irgendwie was anderes erst machen sollen. Da habe ich mal einen zweifachen verwandelt. Ich dauert das ein bisschen nicht mehr so lange jetzt. Oh, wart ehrlich. Was? Hab doch volle Möhre getroffen. Okay. Bin ich gut als einfacher Super Saiyan, dass irgendwie andere Animationen in dieser Form. Ja, versucht das mal ab zu absorbieren. Na, dieser Spammer, ey. Versuche mal das hier ab. Oh, kann ich gar nicht. Oh, dann gehe ich einfach so auf dich. Wenn ich dich haue, dann kannst du mich nicht die ganze Zeit abschießen. Das ist aber auch echt kacke. Ich kann ja gar nicht. Bin los. Hier, bis das. Versuche das zu absorbieren. Meine Schläge kannst du nicht absorbieren. Oh. Unbedingt einen anderen Angriff dafür, ey. Zum Glück packt er mich nicht die ganze Zeit und tut meine Dinge ja absorbieren, ey. Oh, ich konnte einfach damit so. So. Jetzt haben wir ja wohl ein bisschen mehr Übersicht hier. Aber ja, so lange dauert, bis sie kaputt geht, ne? Oh. Was ist das? War genau wie in diesen einen Trainingssimulationsdingen, ja, die Gegner haben ja zwar immer nur so einen Schaden gemacht, ne, aber die haben die ganze Zeit auf mich geballert, ey. Ich gehe und ich muss ja immer gegen drei auf einmal kämpfen, ne? Ich gehe dann auf einen los, dann kommt ein anderer und ballert mich die ganze Zeit ab, ey. Voll nervtötend. Ja, da habe ich kaum gesehen. Oh. Was ist das? Boah, das war knapp.
Ja, wurde noch getroffen, ist klar. Warum ich kriege ein paar Level Ups hier, ey. Na komm. Habe ich überhaupt diese Fähigkeit, wo ich gegen stärkere Gegner mehr Schaden mache, gegen höher levelige? Ich glaube, das hätte ich gebrauchen können hier. So. Level up. Gut. Mist. Puh, das war ein großartiger Kampf. An einer Stelle wäre ich mir nicht so sicher. Eines Tages werde ich den ultimativen Cyborg schaffen, den ich ein für alle Mal erledigt. Hast du doch schon. Ach wirklich? Da habe ich ja endlich was, auf das ich mich freuen kann. Was? Du lässt uns einfach gehen? Ja, du hast doch gesagt, dass du jemanden bauen willst, der richtig stark ist, oder? Lass mich nicht warten. Ich will unbedingt gegen diesen Kerl kämpfen. Für diesen Fehler wirst du teuer bezahlen. Klingt gut, ich kann es gar nicht erwarten. Mein Gott, Son Goku. Wie blöd kann ein Mann nur sein? Da frisst dieses Gripsbrot. So. Und die beiden. Alles klar. Gott, dann sehe ich euch bei der nächsten Quest wieder. Außer ich gebe nur ein Level ab von irgendwas. Aber meine Gruppe hat sich schon wieder aufgelöst, Mann. Gut. Okay, ich sehe euch in der nächsten Quest. Okay, weiter geht's. Diesmal kümmern wir uns um Babidi und seine Crew. Was ganz schön viele sind, sehe ich gerade. Oh Gott, ich muss sie alle erledigen, ne? Pass auf. Da noch nicht mal, ich gegen Yamo und Spopovic kämpfen muss irgendwie. Hör zu, ihr Bein. Ich will, dass ihr diese niederträchtigen Erdlinge leiden lasst. Natürlich, Lord Babidi. Jawohl, Sir. Hey. Gag, du bist es. Die führen was im Schilde, oder? Ach, was. Guck sie ja auch an, die sehen doch voll nett aus. Niemand wird mich davon abhalten, diese Welt zu beherrschen. Diese Reaktion zufolge plant ihr also etwas, oder? Ruhe! Ihr habt eure Lektion immer noch nicht gelernt. Das Universum vergibt euch nicht. Vergebe ich nicht, was? Das Universum vergibt ich nicht, was? Egal. Was? Du bist eine Art Verteidiger des Rechts? Wie? Wow, das erinnert mich an die Zeit als großer Saiyaman. Egal. Genug, eure teuflischen Pläne enden hier. Nein, du wirst mich nicht eingreifen. Ihr zwei, sorgt dafür, dass ihr mir nicht in den Weg kommt. Ja, Sir. Moment. Oh nein, das tust du nicht. Musst du schon wieder deine Gehirnwäsche unterzogen? Du arbeitest wieder für Babidi, aber er hat dich doch zuvor getötet. Alte Mund, wenn wir uns nur an die Starken halten, werden wir überleben. Du warst kaum in der Lage zu kämpfen, als wir bei dem Welttourneen dir all die Energie abgesaugt haben. Ein Schwächling wie du hast ja nichts zu sagen. Nun, der Grund dafür, weißt du was, ich zeige es dir einfach. Sehr gut. Also gut, Trottel, hier komme ich. Warte, Spopovic. Wie? Der Kerl ist kein Schwächling. Du machst Witze, oder? Aber warum zum Teufel steht er da herum? Das reicht, wenn ihr nichts unternehmt, werden wir es. Muss ich durch, muss nicht gegen die kämpfen. Wahrscheinlich auch keine Kampfanimation und so, ne? Ja, ich habe Schausen und Krillin. Als Unterstützung ausnahmsweise. Ich habe gesagt, Berlin, komm. Bonk. Babidi-Zerstörer. Dieser war nicht wie jemand aus. Vielleicht hättest du dich Babi Zerstörter umnennen sollen. Das kann aber nie im Leben alles gewesen sein. War viel zu wenig. Was zum... Woher kam diese Kraft? Was? Das ist alles? Geht doch bestimmt noch weiter, pass auf. Was, das ist alles? Okay. Nicht, dass ich was dagegen habe. Also, wer kommt als nächstes? Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Verschwinden wir. Moment mal. Kein Fall, wir sind raus. Ja, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir werden so leben, wie wir es möchten. Bis dann.
Okay. Und weg sind sie. Naja, sie wirken nicht gerade wie die Guten, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass sie ich mir um sie keine Sorgen mehr machen muss. Aber bei dem muss ich vorsichtig sein. Na, egal, der ist weg. Einfach so ganz schnell erledigt, finde ich nicht schlecht. Gut, kann man machen. Ging sehr flockig, locker flockig. Und ja, dann sehe ich euch beim nächsten Mal weiter. Ob das jetzt in dem Part noch ist oder im nächsten, keine Ahnung, aber ich sehe euch.